Sie ist die Schönste im Norden, so hat die Jury entschieden und ihr den Titel Miss Schleswig-Holstein verliehen. 22 Jahre jung, 1,62 Meter groß und kommt aus Mildstedt bei Husum. Daran gedacht, einmal auf dem Laufsteg zu modeln, hat Lara Flatterich eigentlich nie. Und bei einer Misswahl mitzumachen, davon musste sie erstmal überzeugt werden. Ich habe auf Instagram eine Nachricht bekommen von einer Frau, die sich für die Miss Germany Corporation engagiert. Und sie war auf der Suche nach hübschen Mädchen, die fotogen sind. Und nach 2-3 Wochen Bedenkzeit hatte ich mich dann dazu entschlossen mitzumachen, einfach just for fun. Denn so richtig vor anderen Menschen gepostet hat sie bisher nur vor der Kamera von Fotograf Björn Martensen. Vor einem Jahr hat er sie einfach bei der Arbeit angesprochen und gefragt, ob sie mal Lust hat, in sein Studio zu kommen. Dass sie besonders fotogen ist, wusste er sofort. Sie hat so ein bisschen was Unschuldiges und dazu was Freundliches und was Freies, also so komplett Natürliches. Also nicht gestellt und so, bei ihr war alles natürlich und total freundlich, also es passt einfach alles. Zu Hause in Mildstedt liebt Lara die Ruhe. Sport hilft ihr als Ausgleich zum Alltag, bei schlechter Laune oder Stress. Nach dem Abitur macht sie jetzt eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin. Ihr Traum, Medizin studieren und einen Marathon laufen. Aber bleibt da überhaupt noch Zeit für einen festen Freund? Ja, also ich sag mal so, wenn der Mann es wert ist, dann findet man immer Zeit. Also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber bisher war der Richtige nicht dabei. Aber ich denke, alles hat seinen Sinn und die Zeit ist immer dann richtig, wenn sie kommt. Dass Lara einmal so in der Öffentlichkeit steht, hätte Mama Annette Flatterich auch nie gedacht. Vor der Misswahl gab es von ihr ein paar Tipps gegen die Nervosität. Wir haben gesagt, sie soll sich in der Jury vorstellen, dass Oma und Opa da sitzen, weil da strahlt sie immer von innen heraus, da freut sie sich immer und das ist ihre Natürlichkeit und ja, das hat sie auch gut gemacht. Mehr Publikum als zu Hause hat Lara dann wieder Anfang Februar. Da beginnen für alle Landessiegerinnen die Vorbereitungen zum Bundesentscheid für die Miss Germany-Wahl. Bedeutet also, posieren vor noch mehr Menschen. Gerade das ist auch das, wovor ich ein bisschen Angst habe, also einfach dieses so aus sich herauskommen, daran muss ich, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten und ich bin einfach so das kleine, nette Mädchen von nebenan, vom Land und ja, da wird sicherlich einiges gefordert, aber ich glaube, dass ich da auch reinwachsen kann. Denn Lara freut sich auch auf die Erfahrungen, die sie für sich aus dieser Zeit mitnehmen kann, als amtierende Miss Schleswig-Holstein.